Heute bei 112 Retter im Einsatz. Eine dramatische Nacht in Heidelberg. Die Retter in Gefahr. Ich habe auch keine Lust, umgefahren zu werden. Und in Friedrichshafen verunglückt ein Kind. Sie sind echte Helden, aber meistens im Hintergrund. Wir begleiten 4 Rettungsteams rund um die Uhr und sehen, was es heißt, Leben zu retten. Ich brauche Sauerstoff. Heute sind die Retter in Friedrichshafen am Bodensee, in Koblenz und in der Medizinstadt Heidelberg im Einsatz. In 41 Leitstellen im SWR-Land gehen minütlich Notrufe ein. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst. Und die werden dann an die Rettungsteams verteilt. Kochen das Wasser ganz kauber, kann ein Hubschrauber beschicken. Über 2 Millionen Einsätze machen die Retter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz jährlich. Menschenleben zu retten, das ist unser Job. Ich hab die Nase, ich hab den Helm, du hast den Kopf. Für mich ist einfach ein schöner Tag, wenn keiner gestorben ist. Die Sanitäter sind immer im Team unterwegs und müssen sich aufeinander verlassen können. Als Einzelkämpfer bist du verloren, da bist du aufgeschmissen, da geht gar nichts. Ich bin rum. Teamarbeit im Rettungsdienst. 100% notwendig. Manchmal ist es eine Hand halten, manchmal ist es eine Stirn abtupfen. Eine Hand auf die Schulter legen. Ganz ruhig, Sie sind so aufgeregt. Die Retter tun alles, um ihre Patienten zu beruhigen. Aber durch Corona ist es nicht einfacher geworden. Maske nicht vergessen. Seit Corona-Ausbruch mit Mundschutz sieht man das Lächeln nicht. Aber genau das ist die beste Medizin. Auch für die Sanitäter. Ich will nicht sagen, dass ich ein typisches Helfersyndrom habe. Du bleibst ganz entspannt. Ich halte deinen Kopf fest. Aber ich tue was Gutes. Ich habe Dinge erlebt, die reichen für 4 Menschenleben mindestens. Das ist eine Form von einer Berufung. Und das macht diesen Berufsstand aus, dass man wirklich das auch so lebt. Und es macht Spaß auch. In Heidelberg läuft die Nachtschicht auf der Rettungswache vom Deutschen Roten Kreuz. Sie ist eine von insgesamt 155 DRK-Wachen in Baden-Württemberg. Hier haben heute Team Matthias und Sandra ebenso Einsatzbereitschaft wie das Team Patrick und Bosco. Bosco und ich unternehmen außerhalb der Arbeit relativ wenig zusammen. Das stimmt. Einfach weil wir weit auseinander wohnen und dadurch, dass Bosco Familie mit Frau und Kind hat, will er natürlich nach dem Dienst zu denen und nicht noch mal länger Zeit mit jemandem verbringen, mit dem er eh schon 12 Stunden zusammenarbeitet. Überstunde bauen wegen Patrick. Genau, Überstunden, um mit mir was zu trinken. Oder Feuerwehr-Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Sind Sie jetzt in dem Haus drin oder stehen Sie vor dem Gebäude? Der erste Einsatz in dieser Nacht geht an Patrick und Bosco. Können Sie das eventuell lokalisieren, aus wievielten Stock das Ganze kommt? Die Einsatzmeldung in diesem Fall war Wohnungsöffnung bei wohl lauten Hilfeschreien aus der Wohnung. Ein Nachbar hat die Rufe gehört und den Notruf abgesetzt. Die Lage vor Ort ist damit völlig unklar. Das ist da Richtung Wieblingen. Ja. Hanna, würdest du mir dann bitte die Polizei noch dazu schicken? Wenn eine Wohnungstür aufgebrochen wird, muss auch die Polizei dabei sein. Für uns ist es klar, vom Einsatzstichwort Türöffnung ist Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei. Eine Corona-Maske für dich. Dankeschön. In nur 6 Minuten ist das Team vor Ort. Sind wir ja schon da. Die Kollegen der Feuerwehr waren noch schneller da und haben die Wohnungstür bereits geöffnet. Hi, hi. Hallo. Tür ist offen. Hi. Voll gut. Oh, ich höre eine Hilfe. Ah ja. Hi. Guten Tag. Während die Feuerwehr die Wohnung sichert, kümmert sich Patrick gleich um die Patientin. Sie sind gestürzt. Als ich in das Schlafzimmer reingeblickt habe, habe ich eine adipöse Patientin auf dem Boden liegen sehen, mit nur einem Nachthemd bekleidet. Hilfe! Ja, ich bin da. Hören Sie mich? Tut Ihnen was weh? Nee, aber ich liege auf dem Boden. Schon seit heute Nacht. Seit heute Nacht. Hatten Sie Kontakt zu einem Corona-Patienten? Nee. Patrick beginnt direkt mit der Untersuchung der Patientin, um herauszufinden, was überhaupt passiert ist.
kommen Sie. Wir heben Sie mal hoch. Ja. Sie haben gesagt, Ihnen tut nichts weh, ne? Ich bin... Wir helfen Ihnen. Keine Panik. Das ist mein Kollege. Ja, ich bin da. Ich bin umgefallen. Mhm. Also wenn... Geben Sie mir mal Ihre Hand. Genau. Die hier. Die andere Hand. Erstmal hinsetzen. Hier mal loslassen. Genau. Und wie heißen Sie denn? Kommen Sie, wir stehen mal zusammen auf. Okay. Eins, zwei. Au! Wo denn? Tut's weh? Wo? Geht nicht. Nein, geht nicht, gibt's nicht. Wo tat es weh? Im Kreuz. Im Kreuz. Ich hatte die Patientin untersucht und hatte festgestellt, dass sie sich bei ihrem Sturz wahrscheinlich nichts gebrochen hatte. Trotzdem hat sie dann angefangen zu schreien, als wir sie versucht haben aufzusetzen. Was für mich erstmal der Gedanke war, oh, habe ich was übersehen? Spüren Sie das? Spüren Sie das, wenn ich Sie an den Beinen berühre? Ja, natürlich. Natürlich. Okay. Fühlt sich das auf beiden Seiten gleich an? Wer hat denn die Haustür aufgemacht? Die Feuerwehr. Patrick hat bei seiner Untersuchung nichts übersehen. Doch die Dame hat ein chronisches Rückenleiden und muss vom Boden hoch. Dabei müssen die Feuerwehrkollegen helfen, die zum Glück noch nicht abgefahren sind. Derweil verläuft die Nachtschicht des zweiten Teams in Heidelberg noch entspannt. Die ruhigen Minuten will Notfallsanitäter Matthias nutzen, um etwas zu essen. Guck, ich zeig dir das. Das wird jetzt mit Liebe... Das sieht ja appetitlich aus. ...mit Liebe in den Teller gestülpt. Ich denke tatsächlich, das merkt man in den ersten 2-3 Minuten, dass es gut läuft und dass wir Spaß haben. Selbstverständlich. Dann schieb mal deinen Astralkörper zur Seite. Wir sind ein fachliches Paar. Ein Arbeitspaar. Mhm. Dabei ist es noch warm. Ja, aber eher lauwarm, oder? Ich würde mich ja auch nicht mit ihrem Lebensgefährten anlegen wollen, um Gottes Willen. Und ich mich auch nicht mit deiner Frau. Nee, willst du nicht? Definiere lauwarm. Jetzt ist es kalt. Unklare Lage, BRB5. Das Meldebild war eben die unklare Lage auf der Autobahn, auf der A5, Kreislaufbeschwerden. Kirchheim, BRB5 Richtung Frankfurt. Ja, da musst du vor Spetzingen auffahren und dann Richtung Frankfurt. Noch weiß das Team nicht, was genau auf sie zukommt. Aber vor Einsätzen auf der Autobahn haben alle Retter großen Respekt. Kreislaufbeschwerden im PKW, das kann alles sein. Das kann der Herzinfarkt sein, der Schlaganfall. Das kann psychischer Ausnahmezustand sein. Also da kannst du wirklich in alle Richtungen gehen. Der Einsatzort bereitet Sandra große Sorgen. Die Frage ist, wo auf der Autobahn? Das könnte auch, nur ein bisschen langsam machen, direkt in der Auffahrt sein. Finden wir die Einsatzstelle direkt? Ist die Einsatzstelle auf einer Autobahnspur? Die Meldung war irgendwo, wo es keinen Standstreifen gibt. Läuft der Verkehr noch irgendwie? Das heißt, begeben wir uns da in Gefahr? Mal hier mal langsam, bevor sie auf einmal um die Ecke stehen. Vorne, okay. Polizei? Ja. Nach nur 4 Minuten erreicht das Team den abgestellten Wagen. Matthias informiert die Leitstelle. Wir haben zumindest mal die Polizei entdeckt. Die steht beim PKW direkt am Endbereich der Auffahrt. Die Kollegen der Polizei haben die Einsatzstelle bestmöglich hinter dem Fahrzeug der Patientin mit Blaulicht abgesichert. Aber die Retter befinden sich gerade mitten auf der Autobahnauffahrt. Wir haben schon mit ihr gesprochen. Also wenn ihr sie zu euch einsetzt, dann fährt einer von uns das Auto weg, dass wir hier weg können. Weil sollen wir das gleich machen? Machen wir gleich. Ja. Von der Einsatzstelle her hätte es eigentlich ungünstiger nicht sein können. Ja. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Der Rettungsdienst, Bender ist mein Name. Grüße Sie. Ja. Und Sie fahren das Auto weg? Ja, so war jetzt erstmal der Plan. Ja. Unglaublichen Druck hier am Thorax. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe Thoraxschmerzen? Ja, also ja. Ich weiß es nicht, was es ist. Der Einfachheit halber werden wir sie jetzt gleich zu uns ins Fahrzeug nehmen. Ja, okay. Der steht da hinten. Der steht da hinten. Wenn ich schwer auch aussteigen kann, ich habe halt Schmerzen im Bein. Ja, Schmerzen im Bein. Ja, weil ich Wasser habe. Okay. Ja. Okay. Ich hole mal kurz meine Jacke, wenn ich mich dazu hier stelle. Wir hatten initial die Hoffnung, dass sie vielleicht über den Beifahrersitz aussteigen kann, weil auf der Seite wäre es sicherer gewesen. Das Auto war aber relativ klein, da lagen viele Sachen rum. Das hätte nicht funktioniert.
Deswegen muss Sandra die Patientin über die Fahrerseite aus dem Wagen holen. Obwohl die reflektierenden Streifen auf der Einsatzkleidung die Retter besser erkennbar machen, ist die Situation für alle lebensgefährlich. Könnt ihr irgendwie schauen, dass der Verkehr hier nicht so in Langrausch kommt, wenn sie aussteigt? Irgendwie? Wahrscheinlich die paar Streifen mal ein bisschen rüberstellen. Ja. Sonst müssen wir einmal drehen können. Ja, weil ich habe auch keine Lust, umgefahren zu werden. Ja. Die Polizei parkt ihren Streifenwagen um und versucht, den Verkehr und damit insbesondere LKWs zum langsamer Fahren und Wechsel der Fahrspur zu bewegen. Eine Sperrung der Autobahn ist in der Kürze der Zeit nicht möglich. So ein vorbeifahrender LKW, der muss einen ja noch nicht mal wirklich treffen, sondern dieser Windzug, dieser Sog, der da entsteht beim Vorbeifahren, der reicht ja schon fast aus, um dir den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Also brenzlig, gefährlich. Und da wollten wir auch ganz, ganz schnell aus der Situation raus. Zeitgleich in Heidelberg sind Bosco und Patrick bei einer älteren Dame, die in ihrer Wohnung gestürzt ist und immer noch auf dem Boden liegt. Da hat sie sich dann ein bisschen beruhigt, bis wir dann versucht haben, sie hochzuheben. Wir haben das leider nicht hingekriegt, zu zweit. Schauen Sie mal, so viele Männer, wir kriegen sie hoch jetzt, okay? Ja, und geht nicht, gibt's nicht. Sie müssen mitmachen, okay? Verstanden. Dann war die Feuerwehr noch draußen, die haben wir gerufen, damit sie uns auch helfen. Wir fangen mal damit an, dass Sie die Füße anwinkeln. Ja, und hier mal Hand geben, genau. Und noch die andere geben. Genau, da so. Gehen wir dann hoch. Und okay. Auf drei geht's hoch. Ja. Eins, zwei, drei, ja. Jawohl, jawohl. Prima. Ah. Sie stehen, jawohl. So. Beide durchdrücken. Durchdrücken, jawohl. Jetzt so. Wollen Sie Ihren den Rollator haben? Den Rollator? Achtung, ich mache den mal von meinem Rucksack weg. Super, perfekt. Hallo, geht doch. So. Sehr gut. Okay. So. Durchatmen jetzt. Holen Sie Luft. Wunderbar. Dankeschön. Top. Nachdem wir die Patientin wieder im Stehen hatten, hat sie kurz berichtet, dass sie sich wohl eingenässt hätte, weil der ursprüngliche Plan war, aufs Klo zu gehen, weswegen sie erstmal aus dem Bett aufgestanden war. Während die Dame auf dem Weg ins Badezimmer ist, sucht Patrick in der Küche nach möglichen Medikamenten und entdeckt wichtige Informationen. Der 1583 war 19. Die waren vorhin schon da. Vorhin? Ja. Ich habe dann das Protokoll von den Kollegen gefunden, die mittags wohl schon da waren, weil es der Patientin dort auch schon nicht so gut ging. Umso wichtiger ist es, die Patientin jetzt schnell zu untersuchen. Diese ist wieder auf den Beinen und grundsätzlich ansprechbar. Ja, das sieht doch schon besser aus. Hallo. So. Ich mache hier Platz. Aber Sie dort den Zettel. Den habe ich gefunden. Wie geht's Ihnen jetzt? Wie geht's Ihnen jetzt? Mit wem möchten Sie telefonieren? Ich mag sie mehr als mich. Mit mir spricht sie ja gar nicht. Die antwortet sie ja wenigstens. Aus irgendeinem Grund hatte ich keinen guten Draht zur Patientin. Sie hat mir aus irgendeinem Grund nicht vertraut und hat mir keine Antworten gegeben. Im Gegensatz zu Bosco, dem hat sie sofort und alle Fragen beantwortet. Wen ruft sie an jetzt? Meine Tochter. Aha. Wo waren Sie denn? Knapp 5 Minuten von da. Hier, aber ist an Hause. Ah ja, ich habe ihr Handy da gehabt. Mhm. Bestimmt schläft sie jetzt. Wir haben jetzt kurz vor 3. Ja, ohne. Ja, die geht dran. Hallo. Ja, hallo. Beatrix, bei mir ist die Feuerwehr, die Polizei und alles. Weil ich sie aufgebrochen habe. Bei dir? Ja. Warum? Weil ich um Hilfe gerufen habe, weil ich auf dem Boden gelegen bin. Ich konnte das im Hintergrund schon, die Tochter auch hören. Und die hatte auch geheult, die war auch mitgenommen. Die wusste gar nicht, was da los ist. Die Dame hatte auch, die war sehr angespannt und aufgeregt. Mama, soll ich vorbeikommen? Ja. Sind die da noch da? Ja. Wir sind noch da. Die sind noch da. Okay. Ich bin gleich da.
Keine Hektik. Keine Hektik. Darf ich hier kurz mit Ihnen telefonieren? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Bitte beruhigen Sie sich erstmal. Es ist. Ja. So, Harunimana ist mein Name vom Roten Kreuz. Ja? Genau. Ich habe gehört, Sie wollen hier in der Nähe Katzensprünge hier von hier. Das tut so gut. Diejenige oder derjenige, die Tochter zum Beispiel, hat sich in dem Moment so was von beruhigt. Sie weiß, meine Mama ist in den guten Händen. Bis gleich. Gerne. Bosco führt bei der Dame als erstes den sogenannten Fast-Test durch. Der kann dabei helfen, Schlaganfallsymptome schnell zu erkennen und die Patientin richtig zu behandeln. Die letzte Übung mit mir. Schauen Sie mal, machen Sie mir nach. So, können Sie das machen? Jawohl. Und Augen zu. Augen zu. Was man gesehen hat, dass die Patientin immer wieder eingeschlafen ist und so weggesackt ist, hat man gemerkt, der Körper ist einfach extrem beansprucht. Ist das normal bei Ihnen? Nein. Nee. Nein. Haben Sie öfter Übelkeit? Nee. Das ist erst seit Vorschibung. Die Beschwerden der Patientin scheinen nicht lebensbedrohlich zu sein. Doch warum es ihr so schlecht geht, ist noch unklar. Zurück bei den Kollegen auf der A5 und an einer lebensgefährlichen Einsatzstelle. Eine Autofahrerin konnte nicht weiterfahren, weil sie starke Schmerzen in der Brust hat. Jetzt gilt es, die Patientin unbeschadet aus dem PKW zu holen. Das ist mehr als bedrohlich, denn der Verkehr rast weiterhin ziemlich dicht vorbei. Ich kann mich auch an tödliche Verkehrsunfälle erinnern, wo Kollegen dann tatsächlich gestorben sind. Okay, jetzt dürfen Sie langsam. Doch die Dame hat große Probleme beim Aussteigen und braucht lange, um das Fahrzeug zu verlassen. Hauptsache, wir kommen jetzt von der Straße weg, weil die hier sehr schnell anrauschen. Jetzt muss es schnell gehen. Es ist der kritischste Punkt der Rettung. Wir haben da schon ein bisschen Angst um uns selbst. Weil dunkel, weil Nacht, weil gar nichts ausgeleuchtet. Die Situation ist lebensgefährlich. Denn noch immer fahren die LKWs und Autos mit hohem Tempo an ihnen vorbei. Die riskante Einsatzstelle setzt die Retter unter Druck. Aber das Wohl der Autofahrerin geht vor. Wir standen da schon auf dem Präsentierteller für vorbeihuschende LKWs. Sie dürfen sich kurz hinlegen zum Untersuchen. Es ist leichter. Ich merke ja, dass irgendwas hier nicht stimmt. So, und ich weiß es aber nicht was. Und das kann natürlich auch eine Panik. Ich weiß, dass ich einen Arzt mit heute Nacht, aber ich brauche Doktorhilfe. Und das war alles viel zu viel für mich. Okay. Und sie hat ein Medikament ohne ärztlichen Rat abgesetzt. Sowas ist immer schlecht. Immer mit dem Arzt Rücksprache halten. Und wenn der Körper sonst gewohnt ist, okay, ich krieg das immer und es ist alles toll und auf einmal kriege ich das nicht mehr, das kann dann schon mal zu so einer Panikattacke führen. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf diesen Schmerz, den Sie im Thorax verspüren. Ja. Ist der immer gleich oder können Sie den durch Atmen, durch Bewegen auslösen? Auslösen? Ja. Oder stoppen, meinen Sie? Mehr eher auslösen. Die Situation erfordert eine umfassende Untersuchung, die die Sanitäter länger an diesem bedrohlichen Einsatzort festhält, als ihnen lieb ist. Doch der Verdacht erhärtet sich, dass die Patientin aufgrund einer Panikattacke nicht mehr weiterfahren konnte. Panikattacke ist keine Bagatellgeschichte, wie ich habe mir in die Fingerkuppe geschnitten, sondern wir wissen sehr wohl, dass die Patienten da emotional bis an die Spitze angespannt sind. Und da helfen wir auch gerne mit und in dem speziellen Fall im Straßenverkehr schon zweimal. In Deutschland leiden 1,3 Millionen Menschen zeitweise unter Panikattacken, die grundsätzlich gut zu behandeln sind. Hier gilt es aber jetzt, so schnell wie möglich den gefährlichen Einsatzort zu verlassen. So, wir sind startklar. Wir fahren in die Uni. Ihr kommt nach, dann könnt ihr hier auch wieder sagen, wo es genau steht. Okay, perfekt. Das muss auf jeden Fall ernst genommen werden. Ja, also klar, sie hatte eine Panikattacke, aber das heißt ja nicht automatisch. Die hat nur eine Panikattacke, die hat nichts, sie hat nichts am Herz. Das stimmt nicht. Ich weiß, das war eine panische Situation für Sie. Wir sind da. Ich habe Sie hier auf dem Monitor. Ich sehe alles. Ja, ja. Ja.
Und mir fällt auch sofort auf, wenn da irgendwas schief läuft. Okay? Okay, vielen Dank. Endlich. Die Sanitäter können losstarten und ihre Patientin in die Uniklinik bringen. Die Polizei fährt währenddessen den Wagen der Dame weg. Jetzt liegt es an den Ärzten dort, der Ursache für die Panikattacke auf den Grund zu gehen. Wir waren auf jeden Fall froh, als wir die Autobahn mit der Patientin verlassen konnten. Also ich war schon ab dem Zeitpunkt froh, als sie endlich mit mir von der Fahrertür weggekommen ist. Wir konnten beide guten Gewissens sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass da was Akutes ist, ist gering. Und dementsprechend sind wir dann relativ entspannt ins Krankenhaus mit einer internistischen Notaufnahme gefahren, um das dort weiter abklären zu lassen. Ich hab Hunger. Ja, so langsam. Aber jetzt ist es wirklich kalt. Nachdem du es so liebevoll auf den Teller gestülpt hast. Liebevoll auf den Teller drapiert, ja. Sehr lieb. Feste Zeiten gibt es im Rettungsdienst, was das Essverhalten betrifft, auf gar keinen Fall. Hauptsache was zu essen im Bauch, sonst hast du schlechte Laune irgendwann. Nur 6 Kilometer entfernt sind Patrick und Bosco bei einer Patientin, die neben ihrem Bett gestürzt ist. Der Dame geht es nicht gut und sie braucht dringend Hilfe. Nicht nur medizinisch. Wer ruft sie an jetzt? Meine Tochter. Kurze Zeit später trifft die Tochter der Patientin ein. Die Tochter ist da. Hallo. Sagen Sie mal. Hi. Guten Mann, Tag. Echt? Voll schön. Ja. Ich war auf das. Alles gut. Alles gut. Alles ich hab gut. Ist nichts Schlimmes. Der Rettungsdienst war heute Mittag schon da. Okay. Weswegen waren die denn da? Weil es so ist, dass sie seit Tagen diesen Zustand hat, so wie er jetzt momentan ist. Was heißt der Zustand, wie er jetzt ist? Apathisch, mit Schmerzen okay. Im Oberbau, also im Magen und tief durchatmen, alles gut. Ja, deswegen war der da. Sie irgendwo hinzukriegen ist natürlich auch super schwierig, gerade mit dem Auto, mit Treppen laufen. Mhm. Ja, ich kann das halt einfach kaum alleine stellen. Wir waren jetzt den ganzen Nachmittag bzw. Vormittag irgendwie da. Irgendwann muss man halt einfach auch nach Hause. Natürlich. Es kommt tatsächlich sehr oft, dass wir alles tun, nicht nur, was man tun sollte als Rettungsdienstler. Wir sind zugleich auch Seelsorger vor Ort, Patienten zu beruhigen, die Angehörige zu beruhigen. Sie hat auch keine Verletzungen dazu gezogen, außer die chronischen Rückenschmerzen, die sie schon genau. Seit immer hat. Das Problem ist, sie isst halt kaum, sie trinkt halt kaum. Und ich habe halt einfach mit, dass sie mir dehydriert. Ich würde sagen, wir legen ihr jetzt mal eine Nadel. Geben ihr mal 500 Milliliter Flüssigkeit, okay. Gucken, ob sich der Zustand ein bisschen bessert. Aber dann trotzdem würde ich das mit dem Krankenhaus echt machen. Okay. Ja, ich bin. Weil so würde ich sie echt ungern hier lassen. Ja. Wir legen jetzt an venöser Zugang, da kriegen sie dann Flüssigkeit, ja? Gucken in ein paar Minuten, ob der Blutdruck sich verbessert. Ja? Das ist Schritt Nummer 1, was wir vorhaben. Boscos Fürsorge und Mitgefühl tun auch der Tochter gut. Das Team erlebt oft, wie sehr gerade die Angehörigen bei der Betreuungsarbeit an ihre Grenzen stoßen. Die nehmen dich jetzt mit in die Klinik. Was nur? Die werden dich wahrscheinlich jetzt mitnehmen in die Klinik. Ins Krankenhaus. Vielleicht für eine Nacht oder so. Nein. Doch. Dir geht's nicht gut, Mama. Und ich schaff das nicht alleine. Ich kann nicht die ganze Zeit für dich da sein. Dann muss ich hier schlafen und muss alles. Weißt du, das funktioniert nicht. Und du brauchst Flüssigkeit. Ich kann dir das nicht legen. Ich bin kein Arzt. Die Infusionslösung haben wir der Patientin verabreicht, weil sie extrem ausgetrocknet war und dementsprechend nicht mehr ausreichend Blutvolumen da war, um den Blutdruck richtig aufrechtzuerhalten, dass das Hirn ordentlich mit Blut versorgt wird. Und dementsprechend wollten wir mit der zusätzlichen Flüssigkeit den Körper etwas entlasten. Wir fahren Sie ins St. Josef Krankenhaus. Was ich an meinem Teampartner Bosco extrem schätze, ist seine Herzlichkeit, kann sich wahnsinnig gut in Patienten einfühlen und mit denen deutlich leichter schäkern, wie ich das kann.
Deshalb bereitet jetzt Patrick den Transport vor. Wegen der Treppen entscheidet er sich für den Tragestuhl. Damit wird die Patientin so schonend wie möglich zur Rettungsliege gebracht. Und ab. Ab. Achtung, wir drehen sie einmal. Eins, zwei, drei. Hoppala. Da liegt sie. Und das Ganze hoch. Nee, warte, wir gehen noch ein Stück. Bosco, wir gehen ein Stück hoch. Ein Stück hoch? Ja. Auf drei. Die Dame hat mir leid getan, weil sie allein lebt. Und wenn sie hinfällt, kann sie nicht allein wieder hoch. Viele Ältere leben alleine. Das finde ich wirklich nicht gut. Diese Personen sind auf Hilfe angewiesen. Okay. Bis gleich. Nahezu 70% der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden von Angehörigen versorgt. Und nicht alle haben eine so fürsorgliche Tochter. Wir wollten die Patientin ins Krankenhaus bringen, weil sie sich seit mehreren Tagen so verschlechtert. Und hätten wir sie jetzt einfach so zu Hause gelassen, wäre dieser Abwärtstrend weitergegangen. Ich habe ganz laut geschrien. Hallo, wenn man um Hilfe ruft, ja, Hilfe. Da haben sie, sie haben das richtig gemacht. Im St. Josephs Krankenhaus muss nun abgeklärt werden, woher die Beschwerden der Patientin stammen und wie ihr geholfen werden kann. Da sind wir. Ja. Landung. Sicher. Was ich gerade der Patientin wünsche, ist eine schnelle Genesung, dass sie schnell wieder nach Hause kommt und wieder voll am Leben teilnehmen kann. Alles gut? Alles gut. Sehr gut. Freut mich. Die Dame hatte Glück, dass die Retter sie ins Krankenhaus gebracht haben. Denn dort wurde festgestellt, dass sie an einem akuten Harnwegsinfekt litt. Diesen hat sie mittlerweile überwunden und ist langsam auf dem Weg der Besserung. Ich wollte nicht in die Klinik, weil ich habe Angst, bin aber doch dann, weil meine Tochter gesagt hat, ich soll mitgehen, bin ich dann mitgegangen. Die Einsatzkräfte können ganz toll mit einem reden, wenn es einem nicht so gut geht. Und das ist die Hauptsache, was ein Patient dann braucht. Und ich bin froh, dass ich meine Tochter habe und dass wir so gutes Verhältnis haben und dass sie halt für mich da sind. Hier waren die Retter für die ganze Familie im Einsatz. Mit Feingefühl und ganz viel Herz. In Koblenz auf der Wache der Johanniter starten heute Raphael und Nadine zusammen in die 12-stündige Tagschicht. Routinemäßig checken sie den RTW und bereiten ihn für den nächsten Einsatz vor. Haben wir noch, hast du drin noch Fieberthermometer-Hüllen? Ach so, ja, Hüllen sind hier. Fantastisch. Das Thema Corona nehmen die beiden sehr ernst, denn sie sind als systemrelevante Berufsgruppe besonders gefährdet. Banalisieren würde ich es jetzt nicht. Man sollte es halt einfach nicht unterschätzen. Und ich finde, man sollte, egal in welcher Altersgruppe man ist, man sollte immer aufpassen für sich und vor allen Dingen auch für andere. Der Notruf für Feuerwehr und Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfall laut? Ich habe noch ganz kurz ein paar Fragen an Sie. Die Rettungskräfte sind unterwegs zu Ihnen. Da stand immer explizit drin, also kein Fieber, kein Husten, schlechter AZ. Ja, genau. Bei schlechtem Allgemeinzustand erwartet man nicht selten auch verwahrloste Patienten. Patienten, die sich offensichtlich über längere Zeit nicht mehr selber zu Hause adäquat pflegen oder versorgen konnten. Hallo, sind wir hier richtig? Hallo. Sind Sie eine Angehörige? Ja, die Tochter. Tagtäglich werden die Sanitäter deutschlandweit zu verwahrlosten Personen gerufen, die meist alleine leben. Hier ist die Situation aber eine ganz andere. Hallo. Also meine Mutter, die ist 88. Die war gut versorgt, die Omi. Omi nennt ja, sie jetzt die mal. Dame war auf jeden Fall im guten pflegerischen Zustand. Ja. Es war ein sauberer, ordentlicher Haushalt. Hallo, Raphael Signore vom Rettungsdienst. Guten Abend. Guten Abend. Na, alles klar? Was wollen Sie denn? Das Pflegebett, das war integriert im Wohnzimmer, das finde ich immer ganz schön. Scheinbar war eben der Hausarzt hier bei Ihnen. Kann das sein? Die ist ganz schwer. Ja, also, ist jemand hier. Ja, das war der Hausarzt.
Also sie wird immer schwächer. Sie isst ganz, ganz wenig. Also sie hat heute noch gar nichts gegessen. Mhm. Sie hat vielleicht ein bisschen was getrunken. Brechreif hat sie. Sie hat keine Kraft. Gell? Also, und das geht jetzt schon so Zeit? Also ganz extrem die letzten 3 Wochen. Wenn die ein gewisses Alter erreicht haben, entscheiden die vielleicht, dass sie nicht mehr hier sein wollen. Das, was sie noch frei entscheiden können, ist das Essen und das Trinken und das Aufstehen oder eben nicht. Ne? Das ist das, wo sie sagen können, das möchte ich noch und das möchte ich nicht. Ganz häufig hat man das, dass es das erste Indiz dafür ist, dass die vielleicht sterbend sind oder werden. Gibt es da auch irgendwie eine Betreuerin? Sind Sie die Betreuerin oder ist sie noch... Ich verkabel sie mal ein bisschen, damit wir Blutdruck messen können, okay? Nee, ich meine jetzt eine gesetzliche Betreuung. Gibt es da eine oder eine Vorsorgevollmacht? Nee, ich sag mal, wenn sich jetzt der Zustand ihrer Mutter verschlechtern sollte, sie nicht mehr für sich selber sprechen kann, ja, haben Sie da irgendwie eine Betreuung oder eine Vorsorge? Ah, okay, genau. Also eine Vorsorgevollmacht. Mhm. Patientenverfügung, gibt es da auch sowas? Ja, jetzt fragen wir mich nur Hilfe. Die Vorsorgevollmacht berechtigt die Tochter, den Willen ihrer Mutter in medizinischen Notfallsituationen durchzusetzen. Diesen hat die Patientin in der sogenannten Patientenverfügung festgelegt und damit umsichtig gehandelt. Hat sie denn noch irgendwie, dass sie irgendwie über Schmerzen, also unklare Oberbauch, Mittelbauchschmerzen steht da ja, aber... Am Bauch ein bisschen Schmerzen, hat sie Schmerzen, ja. Nur wie ich ja gesagt habe, da müssen wir ins Krankenhaus. Nee, da hat sie wieder keine Schmerzen mehr. Können Sie den Kopf mal zur Seite drehen, nach links? Sie können, ja, super. Sie können auch ruhig liegen bleiben im Kopf. Dann wären wir in circa 15 bis 20 Minuten ungefähr da. Ja, bis gleich. Tschö. Vielleicht war es eine schöne Zeit hier und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Omi einfach gesagt hat, ich möchte nicht mehr. Ja gut, es kann natürlich genauso gut sein, dass sie zum Beispiel einen Darmverschluss oder so hatte. Das wäre auch denkbar. Fehlender Lebenswille oder ein Infekt? Das kann nur im Krankenhaus abgeklärt werden. In Friedrichshafen am Bodensee macht das Sanitäterteam Olaf, Alex und Sascha eine kurze Pause am Supermarkt. Doch die verläuft anders als gedacht. Denn ein kleiner Fan ist Feuer und Flamme für das Trio. Ja, und wir machen eigentlich das hier zu. Das hier? Ja. Das ist eine Schiebetür. Das ist eine Schiebetür. Vorsicht. Kinder reagieren natürlich mit riesengroßen Augen, wenn sie uns in diesen Klamotten hier sehen, unsere Rettungsware. Warum sind da so viele Sachen drin? Das braucht man alles. Weißt du, Patienten, die können da nicht mehr liegen, aber sitzen, dann können wir eine Runde tragen im Stuhl. Wir können hier wieder einen aufheben vom Boden. Sonst erleben sie uns nur in einer Situation, wo Opa, Mama, Papa, er selber krank ist. Und dann bin ich der Meinung, es ist unheimlich wichtig, dass man da auf so Kinder zugeht, weil dann erleben sie uns nicht in einer Ausnahmesituation, sondern sie erleben uns so, wie wir sind. So. Ja, und so sitzt er da. Und da machen wir das Blaulicht an, genau hier. Genau da. Genau da. Drück drauf. Man hört halt nichts, gell? Und das ist dann schon schön, wenn man dann sagt, da komm mal her und krabbel mal rein, drück mal einen Knopf. Dann gehen wir mal runter. Die Kinder sehen uns mit dem Respekt, wo ich manchmal gerne einen Erwachsener sehen würde, der uns den Respekt geben sollte. Jetzt weiß ich, du hast von Krankenwagen angekriegt. Hm? Ich kann mal nicht essen, Schatzi. Unterdessen geht in der zentralen Leitstelle ein Notruf ein. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst. Wo genau ist der Notfallort? Ihr Sohn ist gestürzt beim... Fahrradfahren. Ah, okay, verstehe. Wie alt ist der? 10. Das Team macht sich umgehend auf den Weg. Klar, Kinder ist für uns alle immer der Super-GAU. Wenn gestürzt und immer noch auf dem Boden, gehst du bitte gleich an den Kopf, okay? Ja. Azubi Alex übernimmt die Einsatzleitung. Er steht kurz vor der Abschlussprüfung zum Notfallsanitäter. Maske nicht vergessen? Ja. Wenn ein Kind mit dem Fahrrad gestürzt ist, da tut man schon überlegen, hey, hoffentlich ist da jetzt nicht so eine Dramatik da dahinter. Hallo, hallo. Bitte einmal den Kopf so liegen lassen. Ja. Gerade am Kopf bleiben und den so halten, das ist super. Mein Kollege Olaf geht gleich an den Kopf und dann können wir gleich an den Kopf gehen, bitte fixieren. Mhm.
Für den Jungen besteht nach dem Sturz die Gefahr, dass es zu Blutungen im Kopf kommt. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Wie heißt du denn? Justin. Ich bin der Alex. Tut dir denn was weh? Ja, mein Kopf. Dein Kopf. Ist es nur der Kopf? Ja, die anderen Sachen auch, aber der Kopf am schlimmsten. Okay, was tut dir denn alles weh? Ganz entspann dich mit deinem Kopf. Kannst du dich auch mit der Faust ablegen? Mein Knie und hier meine Arme. Okay. Ist es in Ordnung, wenn ich mir dich einmal ein bisschen angucke? Ja, ich drück einmal ein bisschen und dann sagst du mir genau, wo es weh tut. Ich gehe auch in die Sonne, dann kannst du gucken. Tut hier der Nacken weh? Nee. Nee. Wo tut dir der Kopf weh? Hier? Hier an der Seite. Bist du da draufgefallen? Ja. Ist eine kleine Wunde. Ja. Kinder sind vom Kopf einfach noch nicht so weit, dass sie die Sache umreißen. Deswegen muss man sich da auf andere Sachen konzentrieren. Man muss mehr abklären und man muss vor allem feinfühliger sein. Kannst du dich noch an alles erinnern? Ja. Okay. Hast du denn jetzt Probleme noch mit dem Atmen oder sowas? Nee, das nicht. Gut. Weil du redest ja auch ganz normal, gell? Ja. Der kleine Junge hatte eine, sag ich mal, kleine Wunde am Kopf. Er hatte Schürfwunden am Knie und am Ellenbogen. Kribbelt's irgendwo? In den Händen oder in den Füßen? Ja, also in der Hand? Betäubt. Okay. Was im Körper kribbelt, kann immer ein Nervenschaden sein. Das kann von der Wirbelsäule kommen, das kann vom Arm selber kommen. Das kann auch einfach nur sein, dass man zu schnell geatmet hat, hyperventiliert, dann kribbelt auch alles. Sie sind die Mutti? Genau. Genau. Also ich habe jetzt im Moment erstmal nichts festgestellt, außer dass der Kleine eine Wunde am Kopf hat. Mhm. Ich würde ihn trotzdem gerne mitnehmen. Ich würde ihm gerne so eine Halskrause anlegen, dass er den Kopf einfach ein bisschen fixiert hat. Mhm. Und dann in so eine Matratze packen, dass er einfach schön in der Linie sind. Dass diese Wunden gekribbelt haben, war für mich das Anzeichen. Ich möchte präklinisch keine allumfassende Diagnose geben. Deswegen habe ich gesagt, bis zum Beweis des Gegenteils immobilisieren wir und handhaben das so, als wäre das Kribbeln von der Wirbelsäule. Hältst du es noch ein bisschen auf dem Boden aus? Ja, ich denke. Dann machen wir das ganz schonend, gell? Und dann kommst du in eine ganz gemütliche Matratze. Okay. Das ist wie ein großer Schlafsack, bloß dass der fest ist. Da die Retter eine Verletzung der Wirbelsäule nicht ausschließen können, legen sie dem kleinen Patienten eine feste Halskrause an. Guck mal, das nimmt man so hin und dann stabilisiert es ein bisschen, gell? Das kann ein bisschen unangenehm sein. Du kannst mir auch sagen, wenn das dich nervt. Wir können nie, ohne dass das Kind mit einem CT oder mit einem Röntgen oder so untersucht worden ist, vor Ort ausschließen, dass er keine Verletzungen hat. Können wir einfach nicht. Hattest du denn einen Helm auf? Leider nicht. Leider nicht. Nein, wir sind doch viel zu cool, ne, Justin, für Helm. Gell, okay, Justin, was haben wir daraus gelernt? Das passt. Das nächste Mal mit Helm? Ja. Das ist doch mal schon mal was Schönes. Ich kann das als Papa nachvollziehen. Ja, das ist alles peinlich. Das ist, Helm ist nicht cool. Helm ist, was will ich, so ein Deckel auf dem Kopf. Das ist halt das Pubertieren dann an den Kindern. Letztendlich kann die Mama zehnmal sagen, zieh einen Helm auf. Aber sie ist ja, wenn er es nicht macht, macht das nicht. Alles gut noch? Ja. Wunderbar. Jetzt geht's gleich los. Ich hab den Kopf. Ja. So gut wie möglich wollen die Sanitäter die Wirbelsäule des jungen Bikers beim Transport schützen. Und das beruhigt auch seine Mutter. Ich find's super. Also, die sind auch total vorsichtig und lieb und nett. So, Großer, jetzt gab's ein bisschen Krach und es wird richtig eng da drin. Wir gehen immer vom Schlimmsten aus und behandeln das auch so, bis wir den Beweis zum Gegenteil haben. Siehst du aus wie eine Konserve. Also ich würde jetzt wirklich losfahren und dann direkt nachkommen, Schatz. Wäre das in Ordnung? Das haben wir schon vorher abgesprochen, ne? Super, dann machen wir das doch so. Deswegen, komm. Wir passen ganz doll auf ihr Kind auf, gell? Die Mutter kommt gleich ins Krankenhaus hinterher. Sie hat vollstes Vertrauen in die Retter. Tut der Kopf noch weh? Ja. Okay. Aber dir ist nicht schwindelig? Nee. Und du musst nicht erbrechen? Nee. Wunderbar. Wenn du Kunststückchen machen willst, da brauchst du Knieschoner, da brauchst du Ellbogenschoner und einen Helm. Und da kannst du auch wirklich Sprünge machen, das ist dann richtig cool. Im Krankenhaus muss abgeklärt werden, ob der Junge sich etwas gebrochen hat oder der Rücken verletzt ist. Im Schockraum übernehmen die Ärzte. Bis dahin bleibt das Team noch bei seinem jungen Patienten. Du bleibst einfach, wie du bist, gell? Wie eine Mumie. Im Krankenhaus war relativ schnell der Entschluss, man rönt den jungen Mann. Und dadurch haben wir ihn aus der Vakuummatratze rausgenommen. Auf Anweisung natürlich von der Ärztin. Sind deine Eltern verständigt? Ja, aber meine Mutter nicht. Ich habe ihn sehr tapfer empfunden. Ich glaube, noch nicht mal eine Träne ist gekommen, gell? Nix, also er war richtig, richtig tapfer. Alex hat diesen Einsatz bravourös gemeistert.
aber das Schicksal des Jungen geht ihm nahe. Ich hoffe nicht, dass da jetzt was Schlimmeres ist. Wir haben alles gemacht, was wir machen mussten und konnten. Der Einsatz ist noch mal glimpflich ausgegangen. Alex hat Recht behalten und Justin hatte keine Rückenverletzungen. Die Wunde am Kopf musste allerdings geklebt werden. Bis später. Tschüss, Krankenhaus. 3 Wochen später ist alles gut verheilt und Justin hat daraus gelernt. Ab sofort fährt der 10-Jährige nur noch mit Helm. Zurück in Koblenz bei einer 88-jährigen Patientin. Seit mehreren Tagen isst und trinkt die Dame kaum noch und kämpft mit Übelkeit. Ist sie oft so müde oder ist sie zunehmend so müde in letzter Zeit? In letzter Zeit sind sie nicht schneller. Ja. Dann würde ich sagen, hol ich mal die Trage rein, oder? Das Team kann vor Ort nicht feststellen, was der Dame fehlt. Wenn es ein Infekt ist, muss der auf jeden Fall im Krankenhaus behandelt werden. Halt entweder zum Aufpäppeln jetzt ins Krankenhaus oder halt in die andere Richtung. Wie geht man damit um? Ich glaube, wenn man aus dem medizinischen Bereich kommt, steht man dem anders gegenüber, auch dem Tod. Also für mich ist es in Ordnung, wenn meine Oma irgendwann ein Alter erreicht hat, an dem sie für sich selber beschließt, ich möchte nicht mehr. Ich möchte diese Maßnahmen nicht mehr. Für mich gibt es überhaupt gar keinen Grund, meinen Willen über den meiner Mutter oder meiner Oma oder wem auch immer zu stellen. Tut Ihnen denn irgendwas weh im Moment? Keine Schmerzen. Gut, Luft kriegen Sie auch. Der Bauch ein bisschen, ne? Ein bisschen. Ja. Brechreiz, Bauchschmerzen. Bauchschmerzen logisch, wenn man eine lange Zeit nichts mehr gegessen hat, ne? Kann das natürlich auch zu Schmerzen führen. Kann auch eine Gastroenteritis gewesen sein. Alles gut, Sie haben es schon geschafft. Das hat aber jetzt nicht wehgetan. Nein, wir wollen Sie doch nicht runterschmeißen. Da hätten wir doch nichts von. Haben Sie Schmerzen? Nee. Gut. Behutsam bringen die Sanitäter ihre Patientin zum RTW. Empathie und Verständnis sind bis ins Krankenhaus ihre besten Medikamente. Mir fehlt nichts. Ja, so richtig gut ist es nicht die letzten paar Wochen, gell? Oder? Ja, ist immer gut. Was sagen Sie? Mir ist es immer gut. Ja, dann lassen wir doch mal den Doktor im Krankenhaus auch mal wenigstens gucken, oder? Ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu meiner Urgroßmutter. Die hat mich halt großteils mit großgezogen mit meinem Bruder. Die war immer da, also wirklich immer, egal zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das war auch die, die wir dann später gepflegt haben daheim. Ich komme direkt zu Ihnen, Sie sind nicht allein da drin. Machen wir es uns gemütlich, oder? So kam ich schon relativ früh damit in Berührung. Und da war schon früh klar, ich möchte auf jeden Fall so in den Gesundheitsbereich, in die soziale Richtung das einschlagen. Meine Mutter hat tatsächlich irgendwann mal gesagt, hey Nadine, wie wär's denn mit Rettungsdienst? Und ich denke, oh ja, ich glaube, das wäre was. Ja, und so ist es dann dazu gekommen. Geht überhaupt nicht. Ich will immer gesund, immer gesund. Vielleicht können Sie ja nach einer Nacht oder so wieder nach Hause. Okay. Oder sogar heute Abend. Oder vielleicht wenigstens einmal Blut abnehmen, die Ergebnisse abwarten und dann vielleicht morgen wieder heim. Hä? Ja, gut. Das wär doch, ein Deal? Das wäre doch schön. So. Solch emotionale Einsätze bewegen die Helfer nachhaltig. Da ich Einzelkind bin, werde ich mich wohl schon kümmern. Die haben sich auch um mich gekümmert, also bin ich dann auch irgendwann mal an der Reihe. Wie sich herausstellte, hatte die Seniorin tatsächlich eine Magenschleimhautentzündung und nicht den Lebensmut verloren. Mittlerweile ist sie wieder zu Hause bei ihrer Familie und wird umsorgt. Und genau diese Erlebnisse sind es, die für Nadine und Raphael den Beruf so besonders machen und ihnen die Kraft geben, auch morgen wieder mit voller Leidenschaft Menschenleben zu retten. In der nächsten Woche bei 112 Retter im Einsatz. In Heidelberg kämpfen die Sanitäter gegen die Zeit. Herzinfarkt ist eine der schlimmsten Erkrankungen des Herzens. Auch ihre Kollegen erleben einen außergewöhnlichen Einsatz, denn der RTW steht im Weg. Ja, wir versorgen hier einen Patienten, so lange stehen wir schlecht, das ist oftmals so, doch. Und in Friedrichshafen am Bodensee hat eine ältere Dame schwere Atembeschwerden.
Dann können Sie gleich wieder ein bisschen schnaufen.